Guten Tag und herzlich willkommen zurück hier bei Crusader Kings 2 mit dem Grafen von Saarbrücken, den guten Siegbert. In der letzten Folge hat das Projekt erst begonnen und wir sind auf Brautschau gegangen. Wir haben nach einer Frau gesucht, wir haben jemanden gefunden und das Heilige Römische Reich hat Frankreich den Krieg erklärt. Das kann man so ganz gut zusammenfassen. Wir werden erstmal direkt weitermachen, die Zeit weiterlaufen lassen. Wir beteiligen uns erstmal nicht bei diesem Krieg. Wir könnten das tun, aber wir bleiben jetzt erstmal in unserer schönen Residenz und versuchen erstmal einen Erben irgendwo herzubekommen. Ach, schaut mal. Wir sind jetzt trotzdem Truppenanführer. Das heißt, wir kämpfen wahrscheinlich. Wo sind wir? Wir sind in Verdun. Das heißt, wir sind gerade in diesen Truppen der gute Befehlshaber, denn wir sind Befehlshaber von Niederlothringen. Das heißt, unser Herzog hat uns eingezogen als Befehlshaber. Naja gut, wir sind ja auch kein schlechter Befehlshaber. Wir sind immerhin ein brillanter Stratege. Ja, und das Heilige Römische Reich ist erstmal noch dabei, verschiedene Titel zu erschaffen. Wir könnten rein theoretisch verhindern, dass wir jetzt Befehlshaber sind. Allerdings wollen wir ja die Meinung von unserem guten Herzog jetzt nicht wirklich verringern. Deswegen werden wir das erstmal nicht machen. So, der Kaiser hat einen Antipapst aufgestellt. Okay. Oder einen Gegenpapst. Antipapst ist hier wahrscheinlich das falsche Wort. Ja, Papst Silvester und Papst Alexander II. Ja. Ah, okay. Niederlothringischer de jure Krieg um Verdun. Okay, wir wurden angegriffen. Also unser guter Lehnsherr ist angegriffen worden vom Herzog von Oberlothringen mit seinem mächtigen blonden Bart. Und der nächste Krieg. Reichsrömischer katharischer Aufstand. Aha. Heretiker haben also hier einen Aufstand gestartet. Okay, fängt ja schon mal gut an. Oh, unser Lehnsherrn ist tot. Wir werden das mal kurz pausieren. Er ist gestorben. Er starb eines natürlichen Todes im Alter von 64. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Sein Sohn ist jetzt erstmal Herzog. Der gute Gottfried IV. Von Niederlothringen. Aus der Dynastie Wiegerich. Oh, der will König von Lothringen werden. Hat aber ganz schön starke Ambitionen. Er ist buckelig, geduldig, ehrlich, ehrgeizig und tapfer. Oh, da haben wir ja schon mal zwei Charaktereigenschaften, die wir sehr, sehr schön finden. Geduldig und ehrlich. Das unterstützen wir. Hat einen schwachen Anspruch auf Oberlothringen. Ja, vielleicht wird das ja mal irgendwann wiedervereinigt. Wenn er stirbt, dann wird die Gräfin Ida von Boulogne. Ah, okay, weil. Ja, weil sie. Weil er eben kein Erben hat. Und die. Seine gute Schwester ist verheiratet mit dem Grafen von Boulogne. Ja, könnte also in eine andere Dynastie übergleiten. Wir können uns das ja mal hier so anschauen. Dann sehen wir vielleicht ein bisschen mehr. Aber okay. Wir werden trotzdem weiter versuchen, unsere Beziehung mit dem Herzog erstmal gut zu halten. Wir haben da keine Ambition, da irgendwie, hier, dass es da irgendwie schlechter geht. Natürlich wäre es natürlich schön, wenn wir irgendwann vielleicht mal Herzog von Niederlothringen werden, aber wie gesagt, jetzt ist das noch viel zu früh, über so etwas nachzudenken. Wir sind auf jeden Fall hier mit den Truppen. Ja, wir könnten das eigentlich unterstützen. Wir gehen dann mal hier auf die Seite. Genau. Zack. Und dann können wir hier die Truppen ausheben. Und die schließen. Mit denen schließen wir uns jetzt hier an. Haben wir überhaupt. Wir könnten nur unsere eigenen Truppen an. Nee. Man könnte jetzt natürlich unsere eigenen Truppen anführen. Allerdings ist die Gefahr dann da, dass. Die KI die ganze Zeit mit unserem Befehlshaber hin und her wechselt. Das wollen wir nicht. Dann schließen wir uns hier lieber an. Da sind wir ja quasi. Und ja. Okay, es kommt zur Schlacht. Wir schauen uns das mal an. Ja. Hier der Flügel ist ganz schön stark, aber die Mitte ist halt eben schwach.
Okay, was haben wir hier? Ging es nur nach meinem Willen, dann wäre die Welt ein spaßiger, wenn auch chaotischer Ort. Halte ich mich hingegen weiterhin an die Gesetze, wäre die Welt zwar weniger chaotisch, dafür aber auch deutlich langweiliger. Okay, wir haben eine Entscheidung. Entweder werden wir willkürlich oder gerecht. Also möge entweder meine Herrschaft beginnen oder möge sich Gerechtigkeit immer durchsetzen. Wir sind schüchtern, ehrlich, geduldig und zynisch. Ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt irgendwas für irgendeine spezielle Richtung gehen würde. Ehrlichkeit muss nicht immer direkt auch Gerechtigkeit bedeuten. Ich würde es tatsächlich hier auch nochmal auswürfeln. Also ich würfel wieder. 1 bis 3 bedeutet die obere Möglichkeit und 4 bis 6 die untere. Es ist eine 6. Möge sich Gerechtigkeit immer durchsetzen. Wir sind nun ein gerechter Herrscher. Okay. Das ist interessant. Und wir haben hier die Schlacht. Oh, das sieht nicht gut aus. Ja, die haben hier... Wenn es von beiden Seiten angegriffen. Die Schlacht werden wir verlieren. Das ist natürlich hart. Trotz meiner Bemühungen wurde ich von den Armeen von Herzog Gerhard von Oberlothringen gefangen genommen. Verflixt. Oh, das ist natürlich ungünstig. Wir sind momentan... Verteidigungspakt ist jetzt egal. Wir sind momentan im Gefängnis. Ein zweiter reichsrömischer Aufstand, okay. Boah, fängt ja schon mal gut an, also kann man nichts sagen. Vielleicht wird trotzdem hier... Ah, weil wir momentan im Gefängnis sind, haben wir keinen Fokus. Ja, das ist ein Problem. Ich hoffe mal, dass unser guter Gerhard von Oberlothringen uns jetzt nicht irgendwie... Oh Gott, der ist grausam. Das ist nicht gut. Okay, erstmal die Beziehungen sind verbessert worden mit unserem Herzog. Das ist schon mal gut. Aber ich hoffe einfach mal, dass er die Grausamkeit jetzt nicht umsetzt. Oh, schaut mal. Norwegen ist jetzt hier in England. Da hat wahrscheinlich jemand das geerbt oder erobert. Das ging aber schnell. Ich gehe einfach mal davon aus, dass er da eine Invasion gestartet hat. Genau, deswegen war auch hier dieser Verteidigungspakt. Das passiert relativ häufig, dass die Norweger hier in England anlanden. Aber trotzdem ist es momentan nicht so gut, dass wir hier gefangen sind. Können wir uns eigentlich selbst freikaufen? Nö. Achso, weil wir keine 70 haben. Okay. Ansonsten wird es gehen. Okay. Müssen wir nur ein bisschen warten. Wir haben hier momentan 63 Gold. Ja. Wir hoffen einfach mal, dass unsere Verbündeten bzw. unser Herzog da die Schlachten und also Belagerungen gewinnt. Hier unten haben wir eine große Schlacht der reichsrömischen Truppen gegen die Revolte. Ja, und der Kaiser ist noch fleißig dabei, verschiedene Herzogtümer zu erschaffen. Oh, hier gibt es jetzt vielleicht wieder eine größere Schlacht. Das können wir ja uns anschauen. Ja, es sieht schon mal viel besser aus. Wir sehen hier direkt mal die Truppen in der Mitte. Die sind dann gleich weg, genau. Dann können die beiden sich hier drauf konzentrieren. Aber das sieht schon viel besser aus als gerade eben. So, sie kommen von kleinen Bauernhöfen. Einige haben eine Ziege oder ein Schwein zu verkaufen, andere nur ein Bündel Obst oder Gemüse. Wieder andere einen ganzen Wagen voll Güter. Die Bauern verkaufen ihre Erträge innerhalb der Stadtmauern, doch die Bürger protestieren dagegen und wollen ein Verbot erwirken. Okay, entweder können wir die Bauern stiften immer Ärger, sie müssten draußen bleiben oder sie sollten ihre Erträge in der Stadt weiterverkaufen können. Wir sind ein gerechter Herrscher. Ich denke, wir werden ihnen die Möglichkeit geben, dass sie die Erträge verkaufen. Ja. Ja, der Bürgermeister mag uns dann zwar nicht, aber ich glaube, das ist in Ordnung.
Da sind wir, ich denke, da ganz gut dabei. Also, und das sollte ein gerechter Herrscher machen. Ist natürlich immer die Frage, was ist jetzt hier genau gerecht oder sonst was. Ich denke, da sind wir auf der Seite der Bauern. So eine Belagerung hat angefangen. Naja, ich hoffe, wir bleiben nicht zu lange im Gefängnis, weil, wie gesagt, wir haben noch keinen Erben. Das wäre ein sehr, sehr kurzes Projekt, wenn jetzt da was passieren würde. Die Fürsten von Niederlothringen haben die Einführung des Gesetzes religiöse Handhabe zugestimmt. Okay. Finden wir jetzt eher weniger gut. Also wir können hier in unserem Lehnsrat, da sitzen wir momentan nicht drin. Wow, da sind aber ganz schön viele Bischöfe drin. Ja gut. Ist auch mehr oder weniger verständlich. Okay, was ist jetzt passiert? Oh, der gute Gottfried ist gestorben. Unser Herzog ist verstorben. Super. Toll. Weil er krank geworden ist. Ja, er war verwundet und dann ist er krank geworden und der hat nicht lange geherrscht. Und jetzt, oh, der hat noch einen Sohn bekommen mit 0 Jahren. Der ist jetzt der neue Herrscher. Der gute Liutbrand von Niederlothringen. Ja. Gucken wir mal, wie lange er überleben wird. Für Kinder ist Crusader Kings tatsächlich eine sehr, sehr grausame Welt. Der dritte reichsrömische katarische Aufstand. Ja, die Katarer, die sind da ordentlich dabei, Stress zu machen. Aber bis jetzt noch erfolglos. Was wir jetzt erstmal begrüßen, auch wenn wir jetzt, wie gesagt, nicht wirklich super katholisch sind. Aber ja. Aber wir sind jetzt hier beim Krieg nicht mehr dabei, kann das sein? Na, ich bin mir nicht sicher. Nee, nee, wir sind noch bei den Einheiten hier dabei, okay. Aber es sieht so aus, als würden wir nicht mehr Teil dieses Krieges sein. So, ein weiteres Herzogtum wurde erschaffen. Ja, die sind momentan fleißig beim Erschaffen von den Titeln. Aber was danach noch übrig bleiben wird, werden wir dann später sehen. Das dauert dann ja auch erstmal nochmal. Wollen ja erstmal ihre Macht festigen. So, schauen wir uns das an. Ne, wir kämpfen doch hier mit. Oh, aber die hier Flanke ist komplett ohne Befehlshaber. Dafür bricht das hier erstmal weg, die Mitte. Da ist auch der Herzog, der uns entführt hat. Aber die Schlacht gewinnen wir. Sehr, sehr wichtig. Ja, 45%. Also ich glaube, unser Lehnsherr wird das erstmal überstehen. Mit seinen 1 Jahre. Ist ja. Ja, also. Beziehungsweise ist es ja nicht unser Lehnsherr, der jetzt momentan die Kontrolle über alles hat, sondern hier sein Regent, der gute Bischof Dietrich von Lüttich. Naja. Ah, nächste Revolte, die niedergeschlagen worden ist. Ah, der Papst Silvester hat einen Gefallen eingefordert beim Kaiser. Ja, das sind aber die großen Politikfelder. Da haben wir jetzt momentan eher weniger was mit zu tun. Es ist jetzt die Frage, wir sind gleich hier bei 70 Gold angekommen, ob wir da schon wieder ein katarischer Aufstand. Ob wir jetzt da unseren Entführer darum bitten, freigelassen zu werden oder ob wir warten, bis der Krieg vorbei ist. Aber da weiß ich halt eben nicht, ob wir dann freigelassen werden. Ich glaube, es wäre vielleicht besser, wenn wir uns hier freikaufen, ja. Kostet zwar Geld, aber da sind wir wenigstens sicher wieder dabei. Wir gehen erstmal wieder auf den Familienfokus. Wie gesagt, wir wollen jetzt erstmal einen Nachkommen haben. Weil momentan ist immer noch die Gefahr, wenn unser Herrscher jetzt sterben sollte, dass das Spiel dann vorbei ist, weil wir keinen Nachfolger haben. Also beziehungsweise der Nachfolger ist unser Lehnsherr, der würde dann den Titel halt eben übernehmen. Das wäre weniger gut.
Sagen wir es, wie es ist. Es wäre schlecht. Naja, den Krieg haben wir aber fast beendet. Und der nächste reichsrömische Aufstand, der niedergeschlagen worden ist. Na, wenn ich die Katara wäre, würde ich jetzt erstmal ein bisschen warten mit den Aufständen, weil der gute Kaiser die alle niederschlägt. Na, aber hier, das ist auch bald vorbei. Ja, genau, wir sind gar nicht mehr richtig dabei. Wir treten trotzdem nochmal bei, damit wir halt eben zeigen, dass wir auf der Seite unseres Herzogs sind. Dass wir ihm da helfen wollen. Was haben wir hier? Der hat sich einem Krieg angeschlossen. Ah, zweiter Hamidier, Heiliger Krieg um Sardinien. Und da hat sich das Heilige Römische Reich angeschlossen, okay. Ich habe neulich mehr Zeit mit Unia verbracht. Obwohl es keine Liebesheirat war, stelle ich fest, dass sich Gefühle zwischen uns entwickeln. Ja, das Eheglück. Sehr schön. Ja, jetzt herrscht Liebe zwischen den beiden. Das ist positiv bei der Meinung. Ist doch eine schöne Sache. So, und der Krieg ist vorbei. Sehr schön. Wunderbar. Der müsste jetzt gleich vorbei sein. Ja. Krieg vorbei. Sehr gut. Und da lösen wir erstmal die Einheiten wieder auf. Ah, schaut mal. Er hat zwei Herzogtitel erschaffen, der gute Herzog von Niederlothringen. Brabant. Nee, der hat einen erschaffen. Nicht zwei, was. Genau. Das heißt, er ist jetzt nicht mehr nur Herzog von Niederlothringen, sondern auch Herzog von Brabant. Ja. Ja, auf Druck einer mächtigen Fraktion hat Herzog Liutprand von Niederlothringen die Macht vom Rat erhöht. Ja. Der Rat macht also momentan Stress. Die nutzen da die Situation, dass da die ganze Zeit der gute Herzog verstirbt und dann jemand anderes hinkommt. Aber für uns ist das erstmal momentan uninteressant. Wir sind da erstmal auf der Seite von unserem Herzog und wollen da erstmal ein bisschen versuchen aufzusteigen, die Gunst unseres Herzogs zu bekommen. Der ist ja noch jung. Wir könnten uns versuchen, gut zu stellen mit dem Regenten. Ja. Wir haben eine Meinung von 4 von ihm und er hat eine Meinung von 2 von uns. Okay. Ui, ich fühle mich nicht gut. Irgendetwas stimmt nicht mit mir. Ich brenne vor Fieber, meine Nase läuft und mein Kopf fühlt sich an, als probiere jemand seinen neuen Schmiedehammer daran aus. Ich will sterben. Ja, wir sind krank. Super. Das ist nicht gut. Jetzt haben wir noch einen Bauernaufstand. Okay, da werden wir uns erstmal natürlich nicht beteiligen. Der sieht jetzt natürlich nicht mehr so gesund aus, der gute Siegbert. Ich hoffe, er beeilt sich so ein bisschen. Also mit seiner Reproduktion. Weil sonst könnte es tatsächlich so sein, dass das Projekt schneller vorbei ist, als es eigentlich angedacht ist. Naja. Aber ich bin guter Dinge, er wird das schon überleben. Das ist... Das wäre ja gemein. Das Spiel ist halt nie gemein oder so. Wir könnten uns hier jetzt übrigens auch beteiligen. Aber das werden wir erstmal nicht machen. Wie gesagt, wir müssen erstmal hier die Meinung wieder positiv bekommen, beziehungsweise ein bisschen erholen lassen, weil wir die Truppen hier von unserem Bürgermeister ausgehoben haben. Denn die Truppen werden ja teilweise von uns gestellt hier. Da sehen wir aus Domänen 342. bis 571, aber 48 davon, oder beziehungsweise nochmal 48 zusätzlich, kamen ja von unseren Vasallen. Okay, ist nicht viel, aber trotzdem sind die finden das nicht so toll, wenn wir die Truppen dann nehmen. Okay, sieht schon wieder besser aus, wir sind wieder am Leben. Wunderbar. Und auch der Krieg ist vorbei.
Okay. Naja. Na gut, es scheint so, als ob es sich jetzt erstmal so ein bisschen beruhigen tut. Heftiger Anfang und jetzt kommen wir eher mal ein bisschen zu einem beruhigteren Spiel. Ist ja auch mal schön. Mehr oder weniger. Und jemand hat eine Grafschaft übernommen. Wie gesagt, es gibt rein theoretisch die Möglichkeit, dass wir unseren Kanzler dafür einsetzen, Ansprüche zu fingieren innerhalb des Herzogtums unseres Herzogs, also gegen die anderen Vasallen. Und wie gesagt, wir haben ja hier Niederlothringen. Und wenn wir da nochmal reinschauen, haben wir hier Trier. Die könnten wir beispielsweise angreifen. Aber das ist jetzt eher momentan. Ja. Erstens wäre es doof und zweitens haben wir da nicht die Ambition. Wir wollen jetzt erstmal jemanden als Erben haben. Es ist immer so ein bisschen die Gefahr, wenn man einen einzelnen Herrscher übernimmt, der noch keine Kinder hat oder überhaupt keine Verwandten. Wie gesagt, wir haben ja null Verwandte. Ja. Oh, was haben wir da? Während ihr von eurem sicheren Thron aus über Verbrecher richtet, wird ein junger Adliger vor euch geführt. Ihr kommt schnell zu der Überzeugung, dass der Mann für wahr schuldig ist. Ihn zu verurteilen mag nicht die klügste Wahl sein, da er dem Adel angehört. Wenn ihr ihn begnadigt, könnte er euch eventuell von Nutzen sein, da er dann in eurer Schuld stünde. Wir könnten ihn also entweder freilassen oder in den Kerker werfen. Wir sind gerecht. Zynisch, geduldig, ehrlich, schüchtern. Wir sind gerecht und ehrlich und wenn wir das falsch finden, finden wir es falsch. Ich denke, er kommt in den Kerker, auch wenn der eben ein Adliger ist, dann ist das egal. Wir können nicht quasi sagen, jo, wir sind gerecht, aber deswegen, ja, er kommt in den Kerker. Hat erstmal ein bisschen Prestige gebracht, aber ich denke, das war eine ganz eindeutige Entscheidung. Vor allem, wenn wir sogar noch so ein bisschen, ja, zynisch, ungläubig. Also wir dann sagen quasi so, ja, der Adel hat nochmal besondere Rechte, auch wenn wir selbst zum Adel gehören. Aber wir sind da auf der richtigen Seite. Ich denke, das ist klar. Was ist jetzt da passiert? Hat Herzog Brandenburg den Krieg erklärt? Okay. Krieg zur Aberkennung von Zerbst. Okay. Ja, wahrscheinlich wollte er ihm einen Titel abnehmen. Und da hat er Nein gesagt. Und deswegen gibt es jetzt hier Krieg zwischen dem Heiligen Römischen Reich und Brandenburg. Könnten wir uns hier auch wieder beteiligen, aber wie gesagt, wir lassen das jetzt erstmal ein bisschen erholen. Ja, wobei die Truppen sind fast wieder komplett fit, was ja schon mal schön ist. Aber das bringt alles nichts, wenn wir keinen Erben haben. Mal schaut mal, wir haben jetzt einen längeren Bart. Hier ist noch nicht richtig, genau, jetzt sehen wir es hier auch. Ja. Also im Normalfall, aus spielerischer Sicht, nimmt man normalerweise dann hier den Verführungsfokus am Anfang. Aber auch hier der Familienfokus gibt es hier die Fruchtbarkeit plus 25%. Sollte also normalerweise auch sein Übriges tun. Ja. Wir könnten aber schon mal einen Regenten ernennen. Das ist die Frage, wen nehmen wir? Wir gucken mal von der Meinung her. Guter Abt. Wir könnten natürlich unsere Gattin als Regentin auswählen, weil wir können sie relativ gut leiden. Wir lieben sie. Ja, ich denke, wir machen das. Da haben wir auch kein Problem mit. Wir sind ja sowieso ein bisschen zynisch, ungläubig in diese Richtung. Deswegen haben wir auch da keine Probleme, unsere eigene Frau dahin zu stellen und so zu sagen. Ja, falls wir nicht regieren können, dann soll sie bitte regieren. So in dem Sinne, also wir haben kein Problem damit, dass sie eine Frau ist, was ja damals ein wenig schwieriger war. Ja, momentan ist es eher mal so ein bisschen abwarten. Ja.
Können wir vielleicht ein bisschen über die Geschichte von Saarbrücken reden, beziehungsweise die Grafschaft? Wie gesagt, ich habe es ja in der ersten Folge schon so ein bisschen gesagt. Eine gewisse Zeit, bis 1800 noch was, war Saarbrücken tatsächlich reichsunmittelbar, also direkt dem Kaiser unterstellt. Das heißt, da gab es niemand dazwischen, der da irgendwie noch als Lehnherr fungiert hat, sondern direkt da unterstellt. Saarbrücken war übrigens auch, was haben wir hier? Beziehung verbessert, sehr schön. Saarbrücken war auch nicht die einzigste Grafschaft oder Besitztum, was hier in der Umgebung war, im Saarland, sage ich jetzt mal so. Damals gab es noch kein Saarland. Sondern da gab es ja auch beispielsweise, wir gucken uns das hier gleich an, da gab es beispielsweise noch die Burg Dackstuhl, was keine Grafschaft war, sondern tatsächlich nur die Burg an sich, die war auch reichsunmittelbar. Das heißt, tatsächlich so ein ganz kleines Dingen im Saarland war tatsächlich auch direkt dem Kaiser unterstellt. Aber das gab es häufiger im Heiligen Römischen Reich damals im Mittelalter. Wir sehen das ja beispielsweise bei Europa Universalis oder auch hier, wenn wir hier mal so draufklicken, dass das hier alles relativ klein ist. Das hier sieht noch alles relativ groß aus, aber wenn wir dann nochmal hier reingehen, wird das alles nochmal viel, viel kleiner und alles Mögliche. Und tatsächlich war es ja so gewesen, dass das Heilige Römische Reich, hier sieht es ja schon sehr, sehr kleinteilig aus. Gerade bei Europa Universalis sieht man es, aber in der Realität war das nochmal viel, viel krasser gewesen. Da waren da wirklich so, da waren einzelne kleine Dörfer manchmal direkt unterstellt quasi. Die waren unabhängig und quasi nur dem Kaiser unterstellt. Weil das war ja nicht tatsächlich so ein richtiges Land gewesen, so wie man sich das heute vorstellen kann, sondern eher so ein, ja, keine Ahnung, ganz komisches Konstrukt, um das jetzt mal so darzustellen, die sich quasi irgendwie vor den äußeren Feinden in Anführungszeichen verteidigen wollten, das aber auch nicht irgendwie immer richtig gemacht haben und alles Mögliche. Ja. Gucken wir uns erstmal das hier an. Als die Stute von meiner Gattin ihr Ende gefunden hatte, versprach ich Unia, eine neue für sie zu finden. Ich habe Glück, denn nicht nur eine, sondern drei verschiedene Stuten kamen gerade nach Saarbrücken. Okay, die Schegge sieht etwas ältlich aus, aber auch gutmütig. Die weiße Stute ist etwas verspielt, aber sie wird schon passen. Die schwarze ist prächtig, sie passt sehr gut zu meiner Gattin. Oder tut mir leid, Schatz, die sind alles Zuchtstuten. Ah, okay. Klar könnte dann zynisch das ganz gut passen, ganz unten, aber wir sind ehrlich, wir sind gerecht, wir sind geduldig. Ich denke, wir werden die Schwarze nehmen, weil sie eben so prächtig ist und zu unserer Gattin passt. Ich denke, das ist ganz gut. Ich bin meinem Höfling so lange schon aus dem Weg gegangen, dass einer von ihnen mir nun misstraut. Meine Scheu verkrüppelt mich, okay? Gute Marschall, ja, wahrscheinlich, weil wir schüchtern sind. Nachdem ich mich vor Ernst versteckt hatte, erkannte ich, dass er mich gesehen haben musste und fühlte mich wahrlich albern. Komischerweise ignorierte man mich und nun scheint er mich nicht mehr wahrzunehmen. Welch eine Erleichterung. Okay. Auch sehr interessant. Ja, nee, wie gesagt, das jetzt nur mal so ein bisschen, also das war, ist sehr, sehr kleinteilig gewesen. Kann man hier auch kaum darstellen. Also ich glaube, das wäre dann viel zu krass. Okay. Der Krieg ist vorbei. Ja. Aber wie gesagt, auf dem heutigen saarländischen Gebiet oder nehmen wir auch noch Teile von Rheinland-Pfalz oder so. Da gab es nicht nur die Grafschaft Saarbrücken, beispielsweise die Herrschaft, das hieß, glaube ich, Herrschaft von Dackstuhl. Oder. Ja, ich glaube auch noch von. Zweibrücken war auch teilweise auf, heute nicht, klar, verständlich, aber damals auf Gebieten von heutigen saarländischen Positionen, also da, wo heute Saarland ist, teilweise zu Zweibrücken gehört. Und ja, es gab auch, glaube ich, drei verschiedene Dynastien, die als Grafen von Saarbrücken gedient haben, beispielsweise hier. Das Haus Saarbrücken Commercy, wenn ich mich nicht täusche. Und dann die letzte Dynastie war dann Saarbrücken Nassau. Und Nassau oder Nassau Saarbrücken, die jetzt also ein Teil der Nassau-Dynastie sind. Und diese Dynastie der
Nassau, die sind heute in Luxemburg angesiedelt. Das heißt, dass die Großherzoge von Luxemburg sind da ja über mehrere Ecken mehr oder weniger verwandt. Ah, schon wieder. Liebe liegt in der Luft. Jetzt muss nur noch was passieren. Ohne offene Ratsposition. Oh, das sieht so aus, als ob unser guter Kanzler gestorben ist. Ist natürlich nicht so schön. Und wir haben hier den Landolf von Saarbrücken. Dann werden wir den mal als Grafen auswählen, auch wenn der nicht wirklich... als Kanzler. Der ist aber auch nicht wirklich gut. Aber er soll mal die Beziehungen hier mit unserem Herzog verbessern, der mittlerweile 5 Jahre alt ist. Okay, gut. Aber das so ein bisschen für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das war's von eurem Krumpass Bambuso.